Drittens, warum ist es so wichtig, den Tauhid zu erlernen? Wisse, möge Allah dich zu seinem Gehorsam führen, dass der rechte Glaube, Al-Hanifa, das Glaubensbekenntnis von Ibrahim ist. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine zu dienen. Dies hat Allah den Menschen befohlen und sie für diesen Zweck erschaffen, so wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Damit sie mir dienen bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anzubeten und nur ihm zu dienen. Und das Gewaltigste, was Allah den Menschen verboten hat, ist der Schirk, der Polytheismus. Und dieser bedeutet, neben Allah jemand anderen anzurufen. Der rechte Glaube, Al-Hanifa, ist sprachlich gesehen, bedeutet es das Neigen. Und im islamischen Kontext, das Glaubensbekenntnis, das sich vom Schirk, von dem Polytheismus abneigt und dem aufrichtigen Glauben, dem Tauhid, zuneigt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über Ibrahim, Allah demütig ergeben und einer der Anhänger des rechten Glaubens. Das heißt, man neigt Allah zu und wendet sich vom Schirk ab. Hier stellt der Verfasser, rahimahullah, möge Allah sich seiner erbarmen, klar, warum es so wichtig ist, den Tauhid zu erlernen. Die Definition des Tauhid, so wie in der Einleitung bereits erwähnt, bedeutet erstmal sprachlich etwas zu vereinen. Und im islamischen Kontext ist es die Aufrechterhaltung in der Herrschaft, der Einheit Allahs, der Namen und Eigenschaften sowie der Anbetung und Dienerschaft. Der Verfasser sagt über die Bedeutung des Verses und die Bedeutung von, damit sie mir dienen, damit sie den Tauhid verinnerlichen und praktizieren. Diese Aussage stammt von Ibn Abbas, radiyallahu an, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er sagte über diesen Vers, jeder Aufruf zur Ibadah, zur Anbetung Allahs im Koran bedeutet, den Tauhid zu verinnerlichen und zu praktizieren.